Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ja, ich stehe hier an so einem Verkaufsautomaten gerade. Ich bin mal hingegangen, habe mal ein paar Waffen und ein paar Klamotten und hier den ganzen Alkohol. Ich hatte ja so viel Alkohol in meinem Inventar, ne? Habe ich alles mal vertickt, weil, ne? Alles, ich habe jetzt nur noch das behalten hier, was mir hier irgendwie Sättigung oder sowas gibt oder Hydration, was anscheinend irgendwie gut für mich ist. Und alles, was schlecht war, wie Alkohol, was halt 10% verringert oder 50% verringert, Zielgenauigkeit und den ganzen Krempel, habe ich alles weggehauen. Braucht kein Mensch. Waffen habe ich jetzt auch, wie gesagt, einiges mal verkauft. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob das jetzt soweit alles in Ordnung ist oder nicht. Bin jetzt mal hingegangen, habe mir die drei Waffen hier als ins Inventar gepackt. Wobei, warte mal. Warum habe ich die? Ne, die habe ich ausgerüstet, alles klar. Okay. Ja, das ist so das, was ich jetzt hier mal gemacht habe. Wobei, die könnten wir auch noch verkaufen, ne? 103er Schaden kann ja gar nichts. Komm, die verkaufen wir auch noch eben. Und ich bin hingegangen und habe, Journal, eine Nebenmission angenommen mal, so zur Abwechslung. Human Nature, hier soll ich mein Auto irgendwie wieder besorgen. Das ist irgendwie wohl abgeschleppt worden, keine Ahnung. Niedrige, sehr niedrige Bedrohung, also da will ich mal hingehen, weil, hey, mein Auto will ich wieder haben. Und deswegen, ne, muss sein. So, jetzt mache ich aber erstmal hier bitte wieder auf ohne Waffe. Und wie kann ich, ah ja genau, verkaufen, ging so. So, und dann wollte ich jetzt, genau, die Waffe noch hier verticken, bestätigen, 96 Euro Dollar, her damit. So, haben wir die auch weg, sehr schön. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, habe ich hier noch irgendwo mal dieses Motorrad rumstehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Motorrad rufen wir so, ne? Die oder die? Ah, ich nehme mal die. Ah, das ist ja schon. Sehr schön. Danke. Ne, was? Ich will nicht. Ach krass, hier kann ich was reinpacken. Das ist ja mal praktisch. Das ist immer geil. Wusste ich auch noch nicht. Sehr schön. Gut zu wissen. So, und dann umgezogen habe ich mich auch wieder mal. Und fahren wir jetzt mal da zu dem Auftrag und gucken mal, dass ich da meine Klamotten halt wieder bekomme, ne? Mein Auto wieder bekomme. Das? Penn & Palmer. Oh, Junge, jetzt rufen wieder 1000 Leute an, ey. Aua. Hallo, Elizabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Dein Mann will es. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen. Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles Weitere. Mhm. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Okay. Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Doch, macht mir was aus. Später. Treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Und schon wieder ein neuer Auftrag. Ja, aber nicht jetzt. Toll. Weißt du, Handy am Steuer. Das ist, baust du direkt einen Unfall. Sehr schön. Klatsche ich da voll vor die Wand, ey. Oh, moin. Läuft bei mir. Egal, ich will jetzt trotzdem erstmal mein Auto wieder haben. Ne, wenn ich mein Auto wieder haben kann, also her damit. Ich wusste gar nicht, dass es abgeschleppt war. Ich wollte jetzt mal vielleicht die eine oder andere Nebenmission hier nochmal machen. A, um Geld zu verdienen und B, um die auch mal wegzubekommen, weil das ist ja schon recht viel. Was, oder? Ich
Muss ja auch mal sein, ne? Dass wir da den. Das ein bisschen. Was? Neues Gebiet wird betreten, Arroyo. Okay. Dass wir da mal ein bisschen weiterkommen, auch mit den Nebenmissionen. Ich brauche ja eh Geld, ne? Aber das ist schon ganz schön weit. 2,1 Kilometer bis dahin. Okay, alles klar. Und das Motorrad ist relativ langsam, ne? Aber es geht. Die andere Maschine ist was schneller. Aber ist egal. Fahrer, die mal bin ich vielleicht auch mal ein bisschen ja, sanfter unterwegs, wenn ich nicht unbedingt gerade gegen irgendwelche mit Betonpfeiler fahre. Boah, Alter, geh mir doch nicht auf den Nerv. Der versucht mir auch ständig hier irgendwelche Autos umzudrehen. Ich habe kein Geld für Autos zu kaufen. Ich muss erstmal meinen wieder klauen. Der scheint wieder kostenlos zu sein. Irgendwo da rausklauen oder was auch immer. Uäh, halt, stopp. Da hätte ich abbiegen müssen. Was ich ein bisschen nervig auf dem Motorrad finde, ist, dass wenn du bremst, das immer so voll abgeht. Oh Gott, was? Nee, ich will ja nicht rangehen. Ja, was willst du? Habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ja. Ich bin Sebastian Ivara, genannt Padre. Wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander wie... Wow, tolles Gespräch. Alter, geh mir doch nicht auf die Nerven. Ist ja schlimmer als bei GTA, ey. Ja, hier, annehmen, was denn? Ja, dann nicht, dann leck mir mal. Wie, Schätzchen, wie geht's? Hör zu, ich hab einen super Job für dich. Ich hab gehört, wenn Bako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist heikel. Naja, alles ist heikel. Heikel? Immer wow, heikel. Du bist echt schlecht im Anpreisen, Marco. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Wenige erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Ja, sprich zu mir. Hallo? Ach, dann nicht. Was, wo soll ich denn jetzt wieder hinfahren? Okay, Wie? Hallo? Ja, super, du hast doch nicht zu mir gesprochen. Willst, dass ich jemanden ermorde? Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich, wie? Du weißt, dass Fische gefressen werden. Ja. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Ja, ja. Okay, bin dabei. So, ja. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück! Danke, ich weiß zwar immer noch nicht, worum es geht, weil die ja nicht zu mir gesprochen hat, aber hey, was soll's, ist mir jetzt auch egal, der Kunde kann warten. So, und jetzt bitte kein Telefonanruf mehr, sonst mach ich mein Handy aus. Ey. Ich sag, das ist ja schlimmer als bei GTA, da ruft ja auch ständig irgendeiner an. Egal, ob Lester oder der Kapitän oder... English Dave oder was weiß ich, wieder andere anruft. Also Kriterien, die mir ständig sagt, dass irgendwas schiefgelaufen ist. So, wie komme ich jetzt an dieses blöde Auto ran?
Alter, jetzt geht der... Ey. Ich raff dieses scheiß Navigationsgerät nicht, ne? Alter, jetzt gehen die Punkte wieder da lang. Will das Teil mich eigentlich rollen? Wo soll ich denn hin? Erzähl's mir doch. Renn dahin, renn dahin, renn dahin. Ey, dann rennst du dahin und es ist wieder nicht da, ey. Mann. Schick mich doch einmal direkt zum Punkt, wo es hingehen soll. Ah, guck mal an, wer hier steht. Wer hätte das kommen sehen? Ist das meiner? Da ist meiner. Meine Fresse, ey. Was soll denn der Scheiß? Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Hier ist mein Auto im Arsch los. Ey, will der mich rollen? Guck mal, wie mein Auto aussieht. Lies die Nachricht von Delomain. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall. Die Delomain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Aha. Jetzt kann ich mit dem Auto noch nicht mal fahren, aber das ist super, ey. Ganz großes Kino. Danke dafür. Wo ich jetzt hin? Wieder 700 Kilometer fahren? Hallo? 1,4 Kilometer, na, herzlichen Glückwunsch. Wo ist jetzt schon wieder das Motorrad? Ja, ruf er her. Ja. Her damit. Hallo, Motorrad? Nehmen wir das. Mann, ey, ich bin hier nur um rumeiern, ne? Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt hier halt direkt mein Auto wieder gekriegt hätte. Fahrzeug gekauft, was für ein Fahrzeug gekauft. Okay. Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert wurde. Es steht in Ihrer Garage für Sie bereit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und 1000 unfallfreie Kilometer. Ja, vielen Dank dafür. Muss ich denn jetzt immer noch dahin fahren? Tune-up, was ist das für eine Aufgabe? Moment. Journal? Auto und Fernsehen, ja, Schäden an, das stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. So wie ich das sehe, hält ihm irgendeine KI die digitale Knarre an die Schläfe und diese Nachricht ist ein kodierter Hilferuf. Niemand wirft wegen ein paar Schrammen im Blech mit Kohle um sich. Geh hin und finde heraus, was da los ist. Schlimmstenfalls bist du am Ende ein bisschen reicher. Oh ja. Ein bisschen mehr Kohle kann nicht schaden, ne? Und jetzt leitet mich das Navi wieder zurück, oder was? Alter, also dieses Navigationsgerät, ne? Katastrophe, as fuck. Hey, Kabuki, das habe ich schon mal gesucht. Wollte schon mal hin.
gucken, ob wir jetzt da ankommen oder nicht oder wie auch immer. Ich habe keinen Dunst. Schauen wir mal. Ich freue mich auch schon wieder darauf, den Weg dann zum Takemura hochzufinden, wenn ich die Hauptmission da weitermache. Da habe ich auch mal so anders Bock drauf. So, 300 Meter noch. Alter, was ich Nachrichten bekomme hier, ne? Das ist echt too much. Ganz ehrlich, das ist echt too much. Viel zu viel. Viel zu viel, was hier an neuen Missionen, neuen Nachrichten auf einmal reinkommt. Aber egal, scheiß drauf. Begib dich zum Delamain Hauptquartier. Ja, hier bin ich. Schönen Tag. Die Firma ist Geschichte! Ja? Können Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Okay. Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Ah ja. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Ich hab gar nichts angestellt. Was? Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts an. Bloß keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? Die Konzerne. Ich will mit Delamain reden. Hier ist die Nummer. Werter Kunde oder Kunde. Ach komm, bitte 77 11 11 0 10 96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Mr. Hans Jones, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77 11 11 10 1 0 9 6 beschreiben? Total geil, kriegt mich ganz schön ein. War nicht weiter schlimm, mein Auto hat es ganz schön erwischt. Total geil. Keiner Unfall, kriegt mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Oh, 3400. Können ja. Wir uns woanders unterhalten? Gerne. Da was? Ist sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Was für eine Drohne? Ah, da. Und du, Olle, halt die Schnauze. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Unglücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Okay. Wofür die ganzen Lichter? Du brauchst ja gar keine. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall.
an den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Okay, alles klar. Wir sollen hier ein Gerät nehmen. Okay, das hier. Delamain Scanner. Aha. Okay. Verlasse die Garage, alles klar. Huch, Entschuldigung. Wo bin ich jetzt hergekommen? Hergekommen. Ja, ihr werdet in der Aufnahme jetzt sehr wahrscheinlich einen Klingel in meiner Haustürklingel gehört haben. Sorry dafür, meine Nachbarin war wieder ungeduldig. Ich hatte ein Paket angenommen und das war halt... Naja, gut, okay, kann ich jetzt nicht rausfiltern, ist halt so, leider, egal, Pech. Nervt mich zwar jetzt ein bisschen an, aber was will ich jetzt machen, kann ich jetzt nicht ändern. So. Na, hockst du immer noch hier rum, hast du Pech gehabt, haha. Haha, und die Olle steht immer noch da. So, alles klar. Finde das Delamain Taxi in Wellsprings. Okay, ja, dann machen wir mal so eine Nebenmission. Ich hoffe jetzt nur mal, dass ich jetzt nicht hier die, alle Autos erstmal einsammeln muss. Dann drehen wir durch. Ich habe einen Kurs. Alter, geh mir nicht auf den Nerv, Padre Ibarra oder wie heißt der. Boah, Junge, geht der mir auf den Sack, ey, mich voll mit Nachrichten zu texten, ist ja real life, ey. Antwortest du nicht innerhalb von 10 Sekunden, kriegst 1000 Nachrichten und 700 Anrufe. Warum antwortest du nicht? Vielleicht, weil ich gerade keine Zeit habe. Oder keinen Bock habe. Neue Mission. Alter, wie viele Missionen hier reinflattern, ne? Oder drehst du euch durch, ey. So. Aber was mir auch in dem Game mittlerweile echt gut gefällt, ist das grafisch echt besser geworden. Mit den Updates, die da gebracht haben. Also das ist schon um Welten. Achso, jetzt muss ich hier, oder was? Finde das Delamain Taxi. Achso, hier muss ich jetzt suchen, oder was? Scanner. An exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay, ich sehe mich mal um. Okay, nähere dich dem Delamain Taxi. Scheint da hinten zu sein. Schauen wir mal. Wahrscheinlich muss ich dann... Wahrscheinlich muss ich dann wieder schießen. Okay. Was denn, ey? Will das Teil nicht verarschen? Hat er nicht gerade angezeigt, dass ich links abbiegen soll? Jetzt soll ich rechts abbiegen. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Ah, guck mal hier, Taxi. Schönen guten Tag. Hallo? Ja, mich hier im Lettner. Ja. Piep, piep, Arschloch! Hey, lass uns reden. Ich geh nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Das werden wir ja sehen.
Soll der Scheiß? Ah, okay, alles klar. Kann ich darauf schießen? Aua! Ay, chiquitito, no te la vas a acabar. Alter! Okay. Das ging schnell. So, okay. Wo sind wir jetzt? Nähere dich zum Delamain-Taxi. Moment. Da ist es doch. Nee, da hinten. Oh, jetzt muss ich schon wieder so weit fahren, ey. Verdammt. Wie beschädige ich das Ding? Dagegen fahren oder was? Oder schießen? Wahrscheinlich schießen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, stopp. Ja, hallo. Kann der Lemena mal mit mir reden? Piep, piep, Arschloch! Hey, lass uns reden. Ich gehe nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Das werden wir ja sehen. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Aber. Aua! Was schießt denn hier auf mich? Aua! 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 Was seid ihr denn für Pfeifen? Wo kommt ihr hier alle her? Auf mich wird geschossen! Ja, ach, okay. Alter, hier stehen ja über Leute, ey. Was ist denn hier los? Hände hoch, Victor! Halt's Maul! Oh, Delamain, nervt doch nicht. Mach ihn alle! Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Habe ich jetzt wenig von gehabt, von dem Anteil. Boah, Alter. Ey, wie viele Bullen kommen denn da? Ey, wie kriege ich hier denn platt? Och, jetzt muss ich den Scheiß schon wieder machen, oder was? Ey, das ist doch... Oh Gott, nee, ey, was ist das für eine Scheißmission? Vor allen Dingen, Junge, das sind so viele Bullen. Wie kriege ich denn das blöde Taxi da kaputt? Kann ich das auch irgendwie anders beschädigen? Was ist das jetzt? Ich habe keinen Bock darauf zu schießen. Ey, kommen da direkt Bullen angewetzt. Wie soll das funktionieren? Alter, wo ist denn der Scheiß jetzt hier? Hallo? Oh, jetzt glaube ich wieder da rumfahren. Er wird mich verarschen. Aber ich komme doch gerade von da. Auch nicht. Piep, piep, Arschloch! Hey, lass... Shit, hab ihn verloren. Da ist mein Motorrad hingeflogen. Wo ist denn jetzt das Motorrad hin? Ah, da. Ah, weißt du was? Kann ich hier nicht auch irgendwelche Autos klauen? Hier, Kontrolle übernehmen. Oh, geht nicht. Hier, raus da. Keiner.
Als Maul. Nehmen wir mal das Auto. Hey, lass uns reden. Ich gehe nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Ja, das werden wir ja sehen. Okay. Ich würde hier gerne wieder. Ich muss wohl da raus. So. Jetzt wieder. So, halt's mal. Ja, Delamain, mach feuern. Wie erfreulich. Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Gerne, kein Problem. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Okay, das scheint viel besser zu funktionieren mit den Granaten. Juhu. Alter, und jetzt muss ich hier ein Taxi nach dem anderen besorgen, oder was? Ja, nee, habe ich ja mal Bock drauf. Wie viele sind denn das? Kann man das irgendwo sehen? Alter, das waren 500 Millionen Punkte, die der da hatte. Habe ich immer gar keinen Nerv zu. Fool in the hell. Wisst ihr, was ich auch noch... Ich hatte auch noch eine Nachricht von dieser... Wie hieß sie? Jody? Judy? Wie heißt sie? Sind ja auch noch irgendwas gehabt. Wie viel Taxen muss ich denn da jetzt machen? Das ist doch... Kann ich da nicht irgendwas anderes? Kann ich hier unterbrechen, die Mission? Da habe ich jetzt mal gerade gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch keinen Bock, jetzt hier die ganzen Taxen hier zu beschädigen. Wie viele sind denn das? Steht hier nirgendwo, ne? Ja komm, ich fahre jetzt noch zu dem einen, dann schauen wir mal, ob wir das da... Alter, 2,7 Kilometer, das ist am Arsch der Welt. Oh Mann, ey. Also, ey, ganz ehrlich, noch länger hätten die Nebenmission auch nicht machen können, ne? Das ist ja sonst wie weit weg. Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Boah, Junge, Twitter-Nachricht. Ja, moin. Stadtzentrum eigentlich ein neues Gebiet. Ey, ich bin jetzt echt mal gespannt. Hoffentlich ist das jetzt das letzte Taxi. Ich habe keinen Bock, da jetzt hier die ganzen Taxen abzuklappern. Aber die Auto. Ja, moin. Wahrscheinlich nicht. Nur weil die ganzen Karren meinen, sich selbstständig machen zu müssen. Das wäre jetzt etwas viel. Und ich versuche jetzt mal nicht da drauf zu schießen, sondern direkt so eine Granate zu werfen. Das müsste jetzt. Schien ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Aber ich habe da keinen Bock auf den Stress mit der ganzen Bullen. Ey. Das ist ja nervig. Da bist ja nur am Ballern. Ey. Und nur am Sterben vor allen Dingen.
Ja. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein. Nein, erzähl. Ich sehe mich mal um. Ist er, oder... Kann das sein, dass der mich dann jetzt auch anruft, wenn ich einfach nur so unterwegs bin? So als nebenmissionsmäßig so? Was ist das? Piep, piep, Asche. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Was denn? Alles. Die Stadt, die Hektik, die Menschenmengen. Es ist überwältigend. Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Ja, ich fürchte schon. Okay. Bring mich bitte dorthin. Aua. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Du kannst einsteigen, aber fahr langsam. Und fahr bloß nichts um. Ja, halt mal. Okay, das ist ja, das gefällt mir besser, wenn ich hier einfach nur einsteigen muss und irgendwo hinfahren muss. Sehr schön. Heul nicht rum als Maul. Lang. Alter Schwede, ey. Was für eine Aufgabe. Ich brauche einen Moment, um mich zu beruhigen. Ist das dein Ernst? Gott verdammt! Nein. Hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter. Ja, warte nur jetzt. Stehen bleiben oder weiterfahren? Muss ich lang? Alles klar, okay. Das Auto kann sich irgendwie nicht entscheiden. Alle sterben! Ja, halt die Schnauze. Alter, ganz ehrlich. Autonome Autos? Nein, danke. Wer will sowas? Käme für mich niemals in Frage. Wenn ich ein Auto besitze, würde ich das selber fahren. Jetzt hält er schon wieder an, oder was? Nein. Hier können wir nicht bleiben. Fahr weiter. Ja, dann lass mich doch weiterfahren. Hör doch auf, immer stehen zu bleiben, du Dreckskiste. Toll. Echt toll. Alter, das ist ja nochmal eine Mission, ey, du. Langsamer! Hau hier rum. Jetzt könnte ich ja noch eine Schleichtour machen, oder was ist das für Kaffeefahrt, oder was? Heizdecken verkaufen, oder wie? Mann. Schon da vor Ort ist. Oh, rein in die Garage. Oh, hier bin ich nicht mehr allein. War gar nicht so schlimm, hm? Es war ein Albtraum. Dennoch möchte ich dir danken. Alles klar. Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Hilfe, B. Ich habe Ihnen bereits einen Anteil Ihres Honorars überwiesen. Alles klar. Oh, noch ein... Nee, also, vergiss es. Nee, danke. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Wir treffen uns mal mit Takemura. Das ist interessanter, glaube ich. Also ich versuch's zumindest mal. Ey, mein Auto ist wieder am Start. Dann fahren wir doch mal mit dem. Du tust doch jemandem weh.
Ganz im Ernst, die Mission, die mache ich mal aber so aufscreen, glaube ich. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Wie weit ist denn das jetzt wieder? 900 Meter, okay. So, jetzt wird es interessant, überhaupt da hochzukommen. Da bin ich ja mal gespannt. Robert, du hattest mir ja geschrieben, ich soll einfach den Punkten fahren, aber ich vertraue diesen Punkten nicht, weil der zeigt mir jedes Mal immer was anderes an. Irgendwo soll es ja einen Aufzug geben, dass ich da hochfahren kann, aber ich finde den einfach nicht. Das ist das größte Problem, was ich habe. Vor allem, weil er mir diesen Scheißpunkt da oben in der Luft, ich kann ja noch nicht mal da, dass ich neue Punkte aktivieren kann. Das ist ja das Beschissene an der ganzen Geschichte. Warum ist hier eigentlich... Ey, ich will diese scheiß Musik nicht hören. Ganz schnell aus dem Auto hier raus. So, da muss ich jetzt rauf. Sind hier nur 80 Meter, ole ole. Die Punkte werden mir hier angezeigt. Jetzt bin ich dahin gelotst. Das Teil kann sich natürlich wieder 0, gar nicht entscheiden. Wer hätte das gedacht? Geh da weg. Hier lang. Nein. Ich soll hier rein. Ah, guck mal, hier ist ein Aufzug. Ole, ole. Ich habe einen Aufzug gefunden. Ich habe einen Aufzug gefunden. In den Badlands. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101. Berichte von Augenzeugen weisen auf Konflikte zwischen den Clans hin. Angriffe auf Außenstehende liegen hingegen im Durchschnitt. Allerdings hat das... Alter, ich bin hier oben. Ich hab's geschafft, ich bin hier oben. Juhu. Ja, wenn das mal kein Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Wo ist die Fio? Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Die Stadt läuft heiß. Die Anzüge wissen, dass ein Funke reicht, um Japantown zum Überkochen zu bringen. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Okay. Ah, da bist du ja. Ja. Schön, dich zu sehen, Goro. Wieso? Was tun wir hier? Wieso? Was tun wir hier? Das erfährst du bald. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du? Wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Was hat Yorinobu davon? Er gibt doch einen feuchten Furz auf Tradition und Ehre. Allerdings. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Kumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, könnte ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, indem ich springe. Okay, der will springen. Unmöglich, selbst mit Implantaten von den ganzen Leuten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie vor.
Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Wenn es so das ist. Hexen ist meine Stärke, ja, da sehe ich mich. Wie? War super, kann ich natürlich nicht anwählen, wer hätte das kommen sehen, verdammt. Und dann? Okay, und dann? Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Wo hast du diesen Splitter her? Andere Kanalseite. Kabuki? Dann könnte der wirklich was taugen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Gut zu wissen. Ja, ich bin's halt. Es gibt noch was zu besprechen. Und was? Komm, sprich. Den Wagen zu kapern ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Was um die? Was? Klar doch. Ich muss mal wieder die ganze Drecksarbeit erledigen. Wollen wir tauschen? Was willst du hier sagen? Hä? Hallo, ich bin Wie. Ich mag Sushi. Ja, Hanako-sama kennt mich. Nur ich kann das tun. Und nun, was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Splitter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Okay. Brich in den Sicherheitsraum ein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Das war ja easy. Brich in den Sicherheitsraum ein. Hallo? Infiziere das System. Ah, hier. Halt! Leiter benutzen. Da sehe ich mich. So, und du? Wie geht das jetzt? Ah ja, wir nehmen erstmal das. Schau auf den Kaffee. Brauchen wir nicht. Was ist das? Bounce Pack? Nehme ich. So, wie, genau. Infiziere das System. Ja, wie? Ah, hier. Es hat funktioniert. Oh, das ging ja besser als gedacht. Was will ich mit Aschenbecher? Scheiß auf das Ding. Und? Ich bin ein Dieb, oder? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Ja? Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Toll, das kann ich hier erstmal essen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yakitori. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Toll, jetzt sitzt hier und kein Bart ein bisschen gegessen, oder? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Erstmal jetzt hier.
Kann auch gefährlich sein. Das sehen wir dann. Takamura ist kein schlechter Kerl. Was bringt das eigentlich hier mit der Faust? Er ist nicht auf der Höhe, klar. Aber selbst ohne Implantate könnte er uns fertig machen. Woher willst du das wissen? Hast du ihn in Aktion gesehen? Nein. Ich weiß es einfach. Wie er geht. Und sein Blick. Wir reden später weiter. Was ist das? Jagdtolli. Toll. Beantwortet die Frage nicht. Okay. Ich habe alles durchgebracht. Erstens. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens. Mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens. Ich springe in den Wagen. Viertens. Ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Fünftens. Oder macht uns kalt. Oder macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen. Er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen. Oder wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Was ist mit mir? Das ist etwas anderes. Ja, du solltest dich von ihm fernhalten. Danke dafür. Wir werden weiter drauf gehen, das ist dir klar, oder? Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum... Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine. Gib ihm nur ein paar Meter Raum und er wird gleich über seine Scheißehre stolpern. Geh. Ich hab schon genug zu tun. Das überlasse ich dir. Wie du willst. Kümmer du dich darum. Finde ich gut. Och, lauter, lauter! Yorinobu. Höchstpersönlich. Das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die haben sich ihm ergeben. Sagen Sie mir, was war dann die Erwartung meines Partners? War das keine Provokation? War das nicht eine? Arasaka. Ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktion. Die Machtkämpfe. Das alles ist... Xo! Welche Fraktionen? Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wollen Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkel. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Äh,
Warte, glaubst du, sie trägt eine Mitschuld an Saburos Mord? Ich glaube, wir alle sind schuld. Wir haben uns austricksen lassen. Doch jetzt korrigieren wir diesen Fehler. Zeit für etwas Aufklärung. Warte auf meinen Anruf. Okay. Tja. Alles klar. Begib dich zur Kapelle. Was? Wieso? Was soll ich an der Kapelle? Was ist das für ein Auftrag? Journal. Ah, okay. Das ist der andere Auftrag. Alles klar. Ja, das ist ein komisch verrückter Plan hier von Takemura. Keine Ahnung, ob wir den umgesetzt bekommen. Vor allem, wenn ich dann hier höre, ich muss irgendwas hacken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da freue ich mich auf jeden Fall besonders drauf. Da sehe ich mich eigentlich eher nicht. Aber gut, was wollen wir machen? Wird wohl die Aufgabe sein, so wie es aussieht, ne? Schauen wir mal, kriegen wir schon... Also, Robert, du hattest mir auch geschrieben, ich soll das Hacken üben. Wie kann ich das irgendwo üben? Kann ich irgendwo hingehen und das lernen oder trainieren? Weil, ja, das ist so das Ding, was ich bis dato auch noch gar nicht irgendwie auf Kette kriege, die scheiß Hackerei da. Wo ist eigentlich mein Auto? Was habe ich da hinten immer geparkt, ne? Ah, cool, der steht immer noch hier rum. Nice Geschichte. Ja. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, machen wir erstmal ein Folgenende. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden. Ich habe mein Auto zurück. Wir haben für Delamain ein bisschen was getan. Und wir haben Takemuras verrückten Plan rausbekommen. Was ist das? Ist doch kein Auto. Ein Henkel dran, kannst du nur zum Einkaufen benutzen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal, ja, womit wir arbeiten können, denke ich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen Dank. Wir knacken bald die 600 Abonnenten. Yeah! Geile Sache. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann fahren wir hier mal zur Kapelle für Mabtanpelen. Mal gucken, was da so passiert. Sag mal, bis demnächst und ciao, ciao.